Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute mit Mist Survival. Das wird eine kleine Brücke zwischen dem Nichts und Fallout 76 schlagen. Also hier wird dann später Fallout 76 um die Uhrzeit laufen. Und wir werden bis dahin Mist Survival zocken, falls es denn so lange geht. Müsste. Es ist ein Survival-Game. Und ich habe mir noch nicht viel davon angeguckt, weil ich möchte gerne, wenn ich ein Survival-Spiel spiele, so wenig wissen darüber, wie es geht. Einfach nur der Spaß an der ganzen Geschichte ist ja überhaupt kennenzulernen, wie das Spiel funktioniert, was es ausmacht. Und wenn man es perfekt beherrscht, kann man es natürlich spielen. Das macht auch immer noch Spaß, aber es ist nicht dasselbe. Ihr könnt es euch vorstellen, wie als ihr das erste Mal Minecraft gespielt habt, dieses Feeling von dem ersten Mal, wenn ihr ein Haus gebaut habt oder so. Das kann man halt einfach nicht reproduzieren. Und deswegen spoilerfrei Mist Survival. Und ich hoffe mal, der Name wird nicht oft auftauchen. Denn wenn ich sterbe, werde ich Mist sagen. Einfach nur, weil es so ein toller Gag ist. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ja, mal gucken. Ich habe das ungefähr vor einem Monat bei Steam gesehen. Ich gucke mir ja immer die neuen Spiele an. Oh, und da ist es mir aufgefallen. Okay, vor 3 Jahren ist was Merkwürdiges passiert. Viele Leute sind gestorben. Leute, die am Leben waren, haben ein Immun aufgebaut. Ja, super. Ich habe überlebt. Das Camp, wo ich gelebt habe, wurde attackiert von irgendwelchen Dingern, die ich nicht kenne. Und ich habe überlebt und bin weggelaufen. Basic Survival Guide. Okay, Stamina Regeneration. Ja, okay. There are two ways to recover. Sleep or rest. Sleep can only be restored to maximum. 7. Okay. Man drückt die 7, um am Boden zu schlafen. Okay. Ist das nicht mein Schlafplatz? Shelter Management. So, Crew List. Ah. Es gibt hier eine Crew. Das heißt, wir können auch Überlebende bei uns haben? Oder sind das andere Spieler? Okay, es sind NPCs. Events. Okay, Zombies kommen bei Nacht oder wenn keine Sonne da ist und wenn der Nebel kommt, können sie auch kommen. Okay. Okay, Nachladen R. Okay, Bogenmechanik. Ich habe mir nicht alles durchgelesen, ich habe es nur übersprungen. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Säge. Wir haben hier eine Tasche, okay, upgraded, plus 2 Slots und wir kriegen ein bisschen was geschenkt. Das ist gut, hier ist ein Buch. Base Setting, aha. Okay, wenn ich irgendwo was finde, kann ich Set as Base drücken und dann gehört es mir. Okay, sehr schön. Noch irgendwas hier? Nö. Gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Okay, Holz können wir schon so mal nicht hacken. Schade. Ist aber ein bisschen realistischer. So, wir haben hier die ganzen Sachen, die man bauen kann. Ich hoffe, das werden später noch mehr. Eine Mülltonne. Okay. Ein Stumpf. Okay, um die Zeit zu verkürzen, wenn man irgendwas. Was war das, wenn man irgendwas baut, oder? Ja, gut, wenn man Holz hackt. Okay, wir haben hier einiges, was man bauen kann. Es ist noch nicht so viel, das Spiel ist noch im Early Access. Ich vermute mal, da kommt noch einiges mehr dazu. Wir können perfekte Betten bauen. Seltsamerweise. Halt, da war noch irgendwas anderes. Hier, oh! Schränke, Tische, Stühle, eine Puppe. Hier haben wir Licht und einen Kühlschrank. Betten, Zäune. Ne Mauer. Okay, eine Hühnchenzucht. Hier haben wir noch verschiedene Sachen.
Ein Grillstand, hier gibt es einiges. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, es erinnert stark an DayZ zur Anfangszeit, ne? Als es noch richtig populär war, DayZ zu zocken. Okay, wir haben schon mal einen Bär zu Hause. Cool. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Oh, da hinten ist ein Berg. Ah, sieht echt schön aus hier, ne? Mit den ganzen Bäumen. Sieht zwar alles noch ein bisschen künstlich aus, weil ein Wald ist natürlich nicht so perfekt. Aber naja. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem Motel aus. Ich glaube, wir haben einen richtig guten Startplatz. So wie es aussieht, ist die Map auch prozedural regeneriert. Das heißt, sie sieht immer anders aus, wenn ihr neu spielt. Und wir könnten Glück haben, insofern wir was finden. Womit ich nicht mal weiß, ob wir damit irgendwas anfangen können. Wir haben gerade Metall gefunden. Beeren? Das kann ich nicht aufsammeln. Oh, da liegt eine Cola drin. Oh, cool. Nehme ich alles mit? Kann man gebrauchen. Was haben wir denn hier? Oh, Werkzeug. Okay, hier kann ich leider nichts öffnen. Oh, schade, hier ist nichts. Noch mehr Metall. Und wir brauchen, sobald es annähernd Nacht wird oder sobald wir neben. Sobald wir Nebel sehen, brauchen wir ein Zuhause. Okay. Ich vermute mal, da wo die Sonne nicht scheint, sind Zombies und da drinne scheint nun mal nicht die Sonne. Was ist, wenn die rauskommen? Würde mich mal interessieren. Muss einfach cool bleiben. Bist du hier drinne? Okay, die scheinen über mir zu sein. Alles mitnehmen, was geht. Hallo? Okay, komm in die Sonne. Ich will wissen, was passiert. Ja, komm in die Sonne. Ja, aber ich glaube, er kann nicht in die Sonne. Okay, perfekt. Das wollte ich doch nur wissen. Okay, die gammeln also oben ab. Sehr schön. Sollen die mal oben bleiben? Dann werden wir halt nur hier unten looten. Ich frage mich, ob sie Türen öffnen können. Sind die schlau genug, um Türen zu öffnen? Ich weiß das nicht. Die sind aber schon sehr, sehr fix, die Zombies, muss man sagen, ne? Normalerweise sind die ja nicht so schnell. Das könnte noch Probleme ergeben. Ja, wir werden schauen. Wir werden schauen. Problem ist jetzt, da ich sie jetzt getriggert habe, kann ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Oder ich schleiche an denen vorbei. Oh, so viel Werkzeug, ja. Ich frage mich, ob ich den 7 war das, ne? Tatsächlich, ich kann mich einfach hinlegen. Okay. Ich frage mich, ob ich. Oh. Kann ich mich da einfach rauflegen? Ja, guck mal. Ob ich den Fog, also den Nebel verschlafen kann. Das wäre natürlich nice. Ich bezweifle es stark. Also, ich denke, da wird unser Charakter zu viel Panik haben. Aber gut, nehmen wir einfach mal an, dass er nicht so früh kommt. Ich würde da gerne hochgehen. Kann ich die Tür wieder zumachen, ohne dass ich sie trigger? Also wir gehen jetzt ganz normal, weil laufen ist natürlich zu laut. Okay, ich gehe schon. Oh, mein Fuß ist verwundet. Oh nein! Ach Gott! Okay, das ist jetzt echt Kacke. Und ich blute, geil, am Fuß. Okay, die Zombies sind sehr gefährlich. Lassen wir die einfach mal in Ruhe. Heilen wir uns irgendwie? Oder kann ich damit irgendwas machen? Ich habe nichts, um mich zu heilen, ne?
Ich hab Schrott ohne Ende. Geil. Ich hab eine Säge. Geil. Mein Inventar ist jetzt auch voll. Wir könnten nach Hause laufen. Allerdings ist da der Bär. Ich würde mal glatt behaupten, wir sind ziemlich am Arsch. Zudem weiß ich nicht mal, wo unser Zuhause ist. Eine Map gibt es hier leider nicht. Crafting? Was bringen die anderen Knöpfe so? Nix. Okay, wir haben also keine Map. Mein Fuß ist verwundet. Und bei meinem Glück haben wir gleich Nebel. Und jedes Mal, wenn ich laufe, dann erhöht sich da der Balken. Ich vermute mal fast, das ist nicht gut. Aber gehen wir mal hier hin. Das sieht so aus, als wären da Überlebende, ne? Ist das ein Hund? Waren das Spieler? Oh, ich habe die Taschenlampe angemacht. Vielleicht ist das nicht so schlau. Wie mache ich die Taschenlampe aus? Ist aber kein Online-Spiel, oder? Oder? Nee, glaube ich nicht. Ja, mein Fuß heilt, aber es dauert ewig. Okay, ich kann laufen, muss aber den Balken, der rechts im Auge behalten. Wo ist der Bär? So, hier gab es doch genau. Hier können wir alles sehen, unsere Durst, unser Hunger, unsere Fitness, unser Leben. Okay. Das Camp von denen da hinten ist da hinten. Eines Tages werde ich sie ausrauben. Da ist der Bär. Ich will nur den Stein und die Blueberry. Was ist denn da hinten? Hoffentlich nicht noch ein Lager. Also egal, wo du hier hingehst, du bist eigentlich voller Arsch. Ah, Motel. Das Motel ist gleich neben meinem Zuhause. Okay, wir sind hier an den Bergen dran. Das heißt, sollten wir uns mal verlaufen, einfach nach den Bergen richten. Das klingt gut. Laufen wir erstmal dahin. Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes. Lebt hier jemand? Hallo? Will mich wieder irgendwas töten? Wie der auch irgendwo von der Seite angesprungen kam. Ein Messer. Essen. Trinken. Okay. Shelter. Oh, wir haben eine Basis gefunden. Sehr schön. Das ist aber in der Nähe von diesen komischen Banditen. Cruelest. Okay, wir haben unser Zuhause gefunden. Sehr schön. Da hinten ist ein Auto. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Steine nehmen wir mit. Dann müssen wir uns irgendwie nur noch um den Bären kümmern. Nächsten wunderschönen Tages. Ein Blatt. Das ist ein Auto. Wir haben hier ein Auto ohne Räder. Da fehlt einfach mal alles. Geil. Aber der Kofferraum ist benutzbar. Da hinten ist irgendwas. Aber gehen wir erstmal hier nach Hause. Wir haben jetzt schon mal einen sicheren Ort gefunden. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, davon gibt es mehrere. Der Bär ist natürlich ein bisschen kacke. Was ich noch gesehen habe, als ich im Inventar war. Wir gehen mal ins Inventar, schließen aber erstmal die Türen, nur für den Fall der Fälle. So, wir haben hier rechts nämlich noch irgendwas. Hier können wir verschiedene Sachen verwerten. Okay. Ich habe ja meine Säge. Mit der Säge kann ich Bretter machen. Und mit den Brettern kann ich höchstwahrscheinlich dann meine Sachen bauen, ne? Feuerholz.
Ich hatte so viel davon. Ich meine, eine Mülltonne will ich mir eh nicht bauen. Davon abgesehen. Gut, wir wissen also, sobald wir sterben, verlieren wir einen Großteil unserer Sachen. Das heißt, wir sollten unsere Sachen sichern. Mit zwei Baumstümpfen kann ich mir den hier machen, um mir Feuerholz zu machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Stumpf an. Ich denke, das ist in Ordnung. Wie mache ich das jetzt? Ich denke mal einfach runterziehen, ne? Ich habe ja gar keine Axt. Oh, das war der Hammer! Lol. Und du? Okay, sieh mal einer an. Okay. Folgendes. Wir müssen looten als allererstes. Es geht nicht anders. Fuel. Matches. Duct Tape. Rack. Wood Scrap. Crafting Material. Okay. Die Tools packen wir auch erstmal rein. Wir werden ein bisschen was zu trinken mitnehmen. Ein bisschen was zu essen. Combat Rifle, okay. Rifle, Knife. So, Steine behalten wir keine. Ich denke nicht, dass wir unterwegs Steine brauchen werden. Pfeil und Bogen wären nicht schlecht. Okay, ich denke, damit können wir leben. Ich habe ein Messer. Ich kann mich wehren. Sehr schön. Und wir werden jetzt losziehen. Ich mache die Tür zu, damit jeder Bescheid weiß, dass der. Oh. Ich hab ne Axt. Wir müssen nicht sammeln gehen. Alles gut. Oh, wir können direkt anfangen. Okay. Dann fangen wir doch direkt an. So. Ach, da unten ist. Ist ein Balken. Ich kann zwei Bäume auf einmal hacken. Ich bin der Oberpro. So, zur Hälfte geschafft, aber da fliegen auch Sachen runter. Nice. Bauen wir unsere Basis endlich aus. Gut, wir haben jetzt schon Zombies kennengelernt. Den Bären müssen wir noch kennenlernen, wie stark der ist. Und Fallenbogen könnten wir ihn eigentlich vernichten, sofern wir uns zu Hause aufhalten und durch das Fenster ballern. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, sich zu Hause zu verschanzen, wenn die Zombies kommen. Nicht, dass die wieder irgendwas eintreten oder so. Tschüss. So. Oh, wir können ganz schön viel Holz tragen, ne? Ich hoffe, das deckt sich. Das wäre so schön. Ich bezweifle es stark. Ich denke, wir haben gleich einfach nur 1 Milliarde Holzstümpfe in unserem Inventar. Okay, den können wir schon nicht mehr tragen. Ja, das war klar. Aber wir können uns jetzt ein Basic Fire machen. Oh, Steine. Ich habe Steine. Ein Holz weg. 8 Steine zu mir. So. Das können wir sogar bewegen. Sehr schön. Dann packen wir dich einfach mal auf diese Seite. Hier hin. Place. Und auf dieser Seite machen wir dann uns ein Lagerfeuer. Kann ich das auch bewegen? Kann ich das kaputt machen? Tatsächlich. Ja, wer braucht denn so einen Scheiß? Ich brauche Platz. Oh, Bretter. Oh, Bretter. Oh, ich dachte, das geht einfach nur kaputt. Oh, wie cool. Egal, wir machen uns erstmal kurz ein Lagerfeuer. Genau hier. Hier wird eine Lagerfeuerstätte sein. Und Campfeuer. Ja, nice. So. Woher habe ich diesen Schraubenschlüssel? Egal. Nicht so wichtig. Okay. Wie machen wir das jetzt? Quick, fill fuel. Einmal Firewood. Firewood. Ach da, gut. Dann machen wir uns. Ich muss mich erstmal an die Tasten gewöhnen. Hier war doch irgendwo ein Baumstumpf, ne? Wo war denn der Baumstumpf? Baumstumpf? Ach da. Packen wir uns einen Baumstumpf hier hin und bauen das Ganze in 12 Minuten. Ach, die Zeit wird vorgespult.
Ah, und ich heile mich währenddessen. Sehr schön. So. Ja, das Problem ist, ich habe leider keine AI, aber gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass es. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, jetzt kommt da irgendwie, brauche ich irgendwie Leute in meinem Ort, damit das funktioniert. Oder kann ich hier eine Liste machen und dann drücke ich einfach auf Start. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt Feuerholz ohne Ende. Vielleicht hätte ich nicht so viel Feuerholz machen sollen, aber egal. Wieso ist das so blutig? Ich habe es nicht einmal angemacht und das ist schon verkohlt. Ups. Fuel. Kann ich da noch mehr hinpacken? Nö. So, wir brauchen die Streichhölzer. Packen wir aber erstmal unser Holz rein. Ja. Gibt es nicht eine schnelle Möglichkeit, das da rein zu tun? Ich hasse es bei Spielen, wo man alles ziehen muss. Ich hoffe, das wird noch gepatcht. So, wir haben ja Streichhölzer, ne? Die packen wir höchstwahrscheinlich mit da rein. Starter. Was ist Tinder? Soll ich die App runterladen und mir da eine Ische besorgen, die mir das anmacht und die da rein tun, oder? Was zur Hölle ist Tinder? Ich habe mich ehrlich gesagt mit Tinder, mit dem Wort, niemals auseinandergesetzt. Tinder. Zünder. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht, dass das der Zünder ist. Nun bringen tut mir das jetzt herzlich wenig. Was könnte denn so als Zündmaterial geeignet sein? Oh. Ich werde es aber jetzt noch nicht anzünden. Oh Gott, das wird dunkel. Und neblig. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, wo ist meine Tür hin? Ich brauche das Holz. Ich weiß nicht, ob die hier reinkommen können. Oh, jetzt wird's spannend. Was kann ich denn hier zu Hause machen? Ich könnte diesen Tisch vernichten. Aber doch eh keine Sau. Ist viel zu hässlich. Ich will es hier richtig schön haben. Schade, dass ich keine Nägel dazu bekomme. Das könnte ich hier direkt ein bisschen aufrüsten. Okay, solange die Viecher da draußen sind, ziehen wir uns mal hier rein. Was können wir noch bauen? Aus einem Stick und Metall können wir eine Standfackel machen. Eine Feuertonne. Das ist alles nur Feuer, ne? Drying Rack, Cooking Pot. Oh, die Musik hat sich verändert. Ah, okay. Das heißt, man sieht anfänglich den Nebel. Und sobald die Musik kommt, ist es zu spät. Dann bis dahin musst du halt einen sicheren Ort gefunden haben. Ja, Freunde, und ob wir das überleben? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.